Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sitzen hier abends am Abendbrotstisch und haben hier leckere Sachen aufgefahren, wie man sieht. Naja, ich muss sagen, nicht wir haben es gemacht, sondern Simone hat es gemacht. Oh, danke, dass das mal von Stefan so anerkannt und erwähnt wird. Ja, es ist ja mein Job hier, das Abendbrot zu machen. Ja, mache ich aber gerne. Genau, was haben wir denn heute hier? Soll ich das schon verraten? Und zwar haben wir hier ganz leckere Öle und da dippen wir ja immer Brot drin. Also das Öl kommt hier in die kleinen Schälchen, sucht man sich aus, was man haben will. Hier Knoblauch oder hier was Scharfes oder keine Ahnung, Limetten oder wie auch immer. So, und dann haben wir einen kleinen Käseplatte und was ganz Besonderes, wo wir noch gar nicht wissen, wie lecker das sein wird, haben wir nur viel von gehört. Das ist nämlich die Aalsche Wurst, eine nordhessische Spezialität, haben wir ja zugeschickt bekommen von Thomas und Steffi. Ganz lieben Dank nochmal und soll ich jetzt schon mal probieren? Sehr gut. Wirklich gut. Dankeschön. Gut, und dann würde ich mal sagen. Ja, würde ich auch mal sagen. Jetzt geht's los mit dem Vlog. Ja, diese Wurst soll man normalerweise ja mit Butter und Brot essen. Da ich aber keine Butter mag, ich ekel mich davor, ganz im Gegenteil. Also, Butter ist für mich das Widerlichste, was man nur essen kann. Bratblech. Ja, für mich. Esse ich die mal so. Ja, köstlich. So ein Abendessen freue ich mich. Mit vollem Mund spricht man aber nicht. Sag doch mal irgendwas weiter. Ja, ich esse hier Brot mit Öl. Genau, mach ich jetzt auch. Mit vollem Mund spricht man nicht. Stimmt, ja. Dann sag du mal weiter. Was denn? Mit vollem Mund spricht man nicht. Genau. So. Lassen wir uns den Abend mal gut gehen hier. Mit leckerem Knoblauchöl. Freuen sich meine Kollegen morgen. Mir war mal heute auch ein bisschen nach was Warmen, deswegen habe ich gedacht, heute gibt es auch mal gekochte Eier, haben wir auch ganz selten. Und ich habe mir mal einen Ostfriesentee mit Klötjes hier gemacht, hatten wir auch schon lange nicht mehr und ich finde, das ist richtig gemütlich. Ja, und wir überlegen schon seit einiger Zeit, was wir denn in den Osterferien so machen können. Und da John ja mit seiner Klasse in Holland oder in Niederlanden gewesen ist, überlegen wir tatsächlich, dass wir nochmal hinfahren. Würde dir das gefallen, Johnny? Guten Mittag, ich bin Deutsch. Aber gut, dann kannst du ja schon mal die Sprache. Ja, mal sehen, ob das Wetter überhaupt mitspielt, ob wir sowas überhaupt machen können. Aber ich hätte wirklich Lust, mit dem Auto mal loszufahren. Alles spontan und ja, vielleicht mal Holland oder Niederlande zu besuchen. Ich selbst bin ja erst zweimal da gewesen. Einmal auf Klassenfahrt und einmal für einen Tag in Groningen. Öfters noch nicht. Da ist mir was voraus. Du kennst schon irgendwie die Städte. Fuchen nach Raute rechts. Das haben die im Bus immer gesagt. Immer Fuchen nach Raute rechts. Was soll das heißen? Keine Ahnung, Minister halt. Ach so, ah okay. Weiß ich nicht. Ja, und Simone wird dann wahrscheinlich, wenn wir denn losfahren, brav zu Hause bleiben, nicht? Sag, dass es freiwillig ist. Sag, dass es freiwillig ist. Ja, ob brav, würde ich gar nicht sagen. Ich werde mir hier auch eine schöne Zeit machen, auch wenn ich arbeiten muss. Aber also ich freue mich, mal wieder sturmfreie Bude zu haben und die beiden hier nicht ständig rumlaufen zu haben. Herrlich. So, es ist ein neuer Tag und ich bin gerade in Fortnite gestorben. Ja, das Film lenkt mich immer zu sehr ab beim Spielen. Es ist ganz früh, heute ist der neue Season-Start. Ich habe gestern Abend einmal kurz in die Lobby reingeguckt, als die Season rauskam. Aber komme jetzt erst so richtig zum Spielen und ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir ganz gut. Aber in dem Video geht es nicht um Fortnite, aber bevor ich überhaupt über das Video rede, geht's erstmal los. Womit? Mit dem Video. Das haben wir doch schon gemacht am Abendbrotstisch, die Szene.
Wusste ich nicht, weil ich. Stefan meinte zu mir immer, wenn ich das Video neu anfangen soll, dann sagt er mir, neues Video, jetzt hat er gerade gesagt, neuer Tag, und das hat mich irritiert. Entschuldigung. Ja, jeder kennt es, keiner mag es. Sobald die ersten Sonnenstrahlen vermehrt auf die Fenster treffen, sieht man den ganzen Dreck, die ganzen Streifen auf den Fenstern. Da ist es leider auch heute am Wochenende mal nötig, zum ersten Mal im neuen Jahr die Fenster zu putzen. Und ist auch schon lange her, wo ich es gemacht habe. Also, lange Rede, kurzer Sinn, los geht's. Er macht das vernünftig. Richtig. Ja, und das Ganze ist nur mit einem Handschuh und Wasser und einem Trockentuch. Und das geht sogar bei Sonne. Das ist der Wahnsinn. Eine der besten Erfindungen, was ich jemals gekauft habe. Echt super. Damit gehen die ganzen Fenster hier oben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fenster innerhalb von einer halben Stunde. Ich meine, es gibt zwar für einen Samstag oder für ein Wochenende deutlich bessere Aufgaben als Fenster zu putzen. Aber es gibt auch deutlich schlimmere Aufgaben. Und ich habe gedacht, je eher man dabei ist, umso eher ist man auch damit fertig. Und wie geht Fensterputzen am einfachsten? Natürlich, wenn man im Bett liegt und das den Alten machen lässt. Das ist aber ein Ding. Aber ist mir egal, ich habe gerade eben schon gesagt, super einfach mit diesem komischen Handschuh. Wie heißt die Firma? Ohne Werbung zu machen, Gemarco. Einfach genial, das Ding. Das Ganze bei 3 Grad plus. Nach getaner Arbeit erstmal die Sonne auch so richtig genießen. Es ist zwar, wie gesagt, ziemlich kalt. Ich glaube, wir haben was mit 3 oder 4 Grad im Schatten. Ja, während John jetzt seine Fortnite-Season weiter genießt, was machen wir? Wir genießen das Wochenende, den Samstag, das Mittagessen, das obligatorische an der Schlachte, oder? Ja, wollen wir mal sehen, was wir finden hier, oder wo was finden wir. Erstmal wollte ich was zeigen, was hier an der Schlachte neu steht. Das habe ich entdeckt und dich darauf aufmerksam gemacht. Ich war die Erste. Es ist auch nichts Besonderes. Ich wollte das auch jetzt nicht großartig loben, dass es da steht. Das war schön. Meckere nicht nochmal. Ich meckere ja gar nicht. Ich frage mich nur, was das mit Bremen zu tun hat. Auch ganz viel. Norddeutsch. Norddeutsch. Ja, ich finde das gut. Hier an der Schlachte ist nämlich ein neuer Fotospot, so haben sie es genannt. Es gibt schon einen in Bremen, da steht Moin drauf. Das würde ich ja noch unterzeichnen, unterschreiben, das passt zu Bremen. Aber ich frage mich, was hat das Wort, dieses hier, Ahoi, mit Bremen zu tun? Keine Ahnung. Bremen ist ja keine Seefahrtstadt. Das soll ja, ich habe gelesen, es soll das maritime Flair unterstreichen. Ich bin hier mitten im O. Moment. Sieht man das ein bisschen? Ja, mitten im O. Oha. Genau, oha und nicht Ahoi. So, da haben wir auch schon einen Platz gefunden. Sind hier beim Feldmanns. Seit langer Zeit mal wieder draußen sogar. Wollen wir sehen, wie der Service ist, ob man bemerkt, dass der Tisch hier voll geschissen ist. Nicht, dass das irgendwie ein böses Omen ist für mein Wochenende hier, wie mein Wochenende so verläuft. Könnte ich mir auch vorstellen. So, da ist es auch schon. Ein frisch gezapftes Hackebeck-Pilz und nach wie vor vom Anblick her das leckerste Bier an der Schlachte. Also es ist wirklich perfekt gezapft und Hackebeck ist für mich ja sowieso immer perfekt. Beste Bremer Bier, wie gesagt. Was natürlich nicht so perfekt ist, ist weiterhin das. Aber gut, das war allgemein zu erwarten. Wer weiß, ob es irgendwo überhaupt weggemacht worden wäre an der Schlachte. Hat nichts mit dem Feldmann zu tun. Ja, wir können den Aschenbecher draufstellen. Muss man da nicht mal hingucken. Das ist eine gute Idee, das machen wir doch. Aber wir halten uns am Samstag zurück. Ich muss jetzt fast auswendig lernen. Simone hat eine Käselauch-Hacksuppe gewählt heute. Und ich
leckere Riesen-Currywurst bei bestem Wetter draußen. Das ist mein erstes Essen, glaube ich, dieses Jahr, was wir draußen essen, oder? Ich glaube schon. Nein. Nein, was haben wir denn gehabt? In Köln. Da waren wir, ja, da war natürlich zum ersten Mal draußen Essen angesagt. Aber hier in Bremen, heute. Ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten, fast leer. Genau, am 6. könnte ja. Da wäre ja offiziell kalt. Ist ja mal ein bisschen schleimig, diese Suppe, aber sie schmeckt unglaublich gut, glaube ich. Ich habe sie hier noch nicht gegessen, aber bei dem Wetter jetzt eine Suppe. Woher weiß ich, dass sie schleimig ist normalerweise? Verstehe ich schon wieder nicht. Doch, Käselauchsuppe kennt man ja irgendwie. Sieht ja so ein bisschen unappetitlich aus, aber sie ist so lecker. Oder samstags morgens und einer von uns kann nichts trinken, fahren dann noch nach Hause. Ja, und auch hier, so wie ich sie gerne mag. Sehr lecker. So, bei dem schönen Wetter immer noch. Kleiner Location-Wechsel haben wir jetzt mal vorgenommen hier. Das war ein Paulaners hier. Einfach zu schade, jetzt nach Hause zu gehen. Wir hatten eben auf dem Weg von Feldmanns hierher eine nette Begegnung gehabt. Von zwei Personen, die unsere Vlogs schon seit 6 Jahren gucken, wie ich gehört habe. Das waren Marvin und Cara, okay. Sonne geht gerade schon weg, aber ist egal. War sehr nett. Wir haben, glaube ich, über eine halbe Stunde da gestanden und unterhalten. Mhm. Und die beiden fahren jetzt bald in die USA und nach Kanada. Niagara-Fälle und sowas. Was mir auch noch alles fehlt. Sehr beneidenswert. Dieses Jahr machen wir ja erstmal, wie es aussieht, oder naja, was heißt erstmal, wir machen dieses Jahr keine USA-Reise, obwohl Simone es ja hofft. Ja, ich würde mich sehr darüber freuen, ich würde es den Jungs ja auch wünschen, aber ja gut, man muss ja auch vernünftig sein und realistisch, ne? Ja, wir machen jetzt erstmal, auf jeden Fall erstmal ein Jahr Pause oder, wer weiß, schon spontanes Angebot gibt es vielleicht ja auch noch. Ja, wir haben ein Foto gemacht. Genau, ob man, das sehen kann, warte mal kurz. Ja. Wahrscheinlich spiegelt das total, keine Ahnung. Aber schönes Bild und wirklich, ja. Also USA verbindet. Wir haben so viel darüber geredet, weil die beiden es natürlich auch kennen. Und ja, bisher haben wir mit YouTube nur nette Begegnungen gehabt, das muss man sagen. Das kommt immer wieder mal so vor. Und so auch eben gerade. Also ja, man hat auch immer mal wieder so neues Input irgendwie. Ne? Du hast, wie gesagt, ein paar Tipps gekriegt, wo man vielleicht Flüge günstiger. Ja, ich schaue mir das mal an. Das ist immer schön. Und so eine Sache. So, und jetzt werden wir hier das Wetter noch ein bisschen genießen und hoffen, dass die Wolken, die da hinten so kommen, sehen gar nicht schlimm aus, aber sie nerven schon ein bisschen bei der. Ja, mit Sonne ist schon schön. Ja, natürlich. So, jetzt geht das Genießen los. Achtung, jetzt. So, ein bisschen tränige Augen habe ich, wie man vielleicht sehen kann. Liegt nicht daran, weil ich traurig bin, sondern weil es ist sehr windig, es ist ja schließlich Bremen. Und heute spielt sogar Bremen gegen Dortmund, deshalb ist relativ viel los gewesen in der Stadt. Ich habe nämlich gerade netten Besuch gehabt. Ich habe über Instagram wen kennengelernt, der hat ein Bild ganz cool mit Schablonen von mir gemalt. Und das hat er mir heute vorbeigebracht, wir hatten einen coolen Tag. Und ja, kann ich ja gleich mal zeigen. Und ja, erstmal komme ich gleich zu Hause an, zeige dann das Bild und dann wollte ich mal so ein bisschen zeigen, was ich so an einem Samstagabend mache, weil heute ist Samstagabend und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich zu Hause wieder. So, ich kriege jetzt eine Überraschung zu sehen und zwar ein Bild, wo drauf John drauf zu sehen ist. Ich bin gespannt. Wo ist es? Ach, da ist es. Ach super, was ist denn das für eine Technik? Cool. Ja, finde ich super. Jetzt haben wir uns heute an der Schlachte so viel über die USA unterhalten, dass wir Hunger haben. Ja, du nicht, du warst nicht mehr dabei. Aber Simone und ich auf jeden Fall. Und jetzt haben wir so viel Appetit bekommen auf amerikanische Gerichte. Und da haben wir uns noch mal gedacht, was wir schon länger vorhatten, machen wir heute mal unsere scharfen Cajun-Garnelen, die wir ja schon mal hatten. Da sind sie. Haben wir auch schon hier unsere Gewürzmischung zubereitet. Ja, und John macht ja oben seinen Fortnite-Tag oder sowas. Nö, mache ich nicht. Verstehe nicht, wie du gerade auf Fortnite kommst. Ich habe vorhin ein bisschen Fortnite gespielt, weil die neue Season kam. Aber jetzt gerade höre ich Musik, telefoniere.
und muss deshalb auch gleich wieder oben sein. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß beim Zubereiten. Und darum wollte ich sagen, bereiten wir das zu und dann kannst du dir dann deine Portion abholen. Wird mir die nicht gebracht? Was ist das denn für ein Saftladen hier? So ist das hier. Ich wollte dich mal fragen, Stefan, was sagst denn du zu meiner großartigen Gewürzauswahl, dass ich fast alles da hatte? Da muss ich nicht viel dazu sagen, denn das wusste ich ja schon. Außerdem haben wir ja vorhin bei Rewe, wo wir eingekauft haben, genau gewusst, was hier war und was nicht. Was hätten wir den Rest hätten wir sonst eingekauft? Ja, aber bei Gewürzen weiß ich nie, was noch da ist und was nicht. Also, nee. So, eine Zwiebel kommt da noch zu. Die wird nicht klein gehackt, so ein bisschen in Streifen geschnitten. Knoblauchzehen geben wir da noch klein gehackt dazu. Die Cajun-Küche ist ja bekannt für ihre Schärfe, deshalb nicht zu vergessen, Chili. Wolltest du vorher mal probieren vielleicht? Ich traue mir das nicht. Oh nee, hör auf. Typisch Rewe. Nicht. Oh ja, doch, kommt ein bisschen was Kampfer drin. Okay. Zwiebeln, Knoblauch, Chili. Alles wird jetzt schön in ein wenig Butter angedünstet. So, wichtige Beilage. Mais. Das hat aber gekocht jetzt eine Viertelstunde. So, dazu gibt es auch noch Baguette, die können wir auch schon mal reintun. Und das Dunsten nicht vergessen. Jetzt ist noch nicht fertig. Ich glaube, die Kamera machst du mir besser aus. Du hast nämlich einen Anschluss. Warum? Ich wollte mir gerade ein paar Eiswürfel nehmen. Sind alle rund? Warum sagt man das nicht? Man kann ja neue machen dann für den, der noch welche haben möchte. Aber schön, dass du gefilmt hast. Ja. Liebe Eltern, die jetzt zuschauen, geht euch das mit euren Kindern auch so? Da verschwinden Sachen aus dem Kühlschrank und irgendwie oder aus dem Süßigkeitenvorrat. Wenn man selber da mal was nehmen möchte, ist gar nichts mehr da. Geht euch das auch so, dass die anderen für gar nichts Bescheid sagen müssen, man selber bei jedem kleinen Furz melden muss? Naja, ich kaufe das ja auch. Ich plane das ja auch so. Die Eiswürfel kaufst du? Wie teuer ist denn so ein Eiswürfel? Und wird er mit Express geliefert oder schmilzt er in der Tasche? Du frierst ihn wieder ein. Die Süßigkeiten kaufe ich. Und wenn ich mir dann mal ein Stück Schokolade nehmen möchte, ist nichts da. Wann habe ich mir zuletzt Süßigkeiten genommen? Wann hat zuletzt was gefehlt? Ich hab ganz lange keine Süßigkeiten mehr gegessen. Stimmt, aber ich vergesse halt. Dann einfach mal die behalten. Wo du gerade hier bist, kannst du mal eine Pfanne füllen, wie lecker das hier schon aussieht. Nächstes Mal bitte nur fürs Essen klingeln. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe, der Herr. So, es hat nochmal geklingelt. Hoffentlich ist es jetzt das Essen und keine weitere Beschwerde. So, Licht anmachen. Mal gucken. Es riecht auf jeden Fall schon gut. John's Teller ist fertig. Und ich muss sagen, ich glaube, es hat alles tierischen Pep. Wenn man zu tief einatmet manchmal, ist es, glaube ich, ganz schön scharf. Ja, Simone ist etwas empfindlich, was das Ganze angeht. Alles mit Schärfe. Du filmst ja gleich, wie es dir gleich geht, ne? Warum? Ob es zu scharf ist. Ist scharf, ich mache mal diesen Clip hier aus und werde das hier jetzt vor der Kamera einmal machen. So. Das sind wahrscheinlich noch sehr heiß, oder? Kann man von ausgehen. Ich würde sogar sagen, die sind überhaupt nicht scharf. Oh, ich glaube schon. Ich habe den falschen erwischt. Ja, du bist aber besser an. Egal, lecker sind sie auf jeden Fall und das ist die Hauptsache. Gut, nimm dir ein Getränk mit. Pass auf, dass die Gabel nicht runterfällt. Das muss ich noch sagen. Da mag ich gar nicht zugucken. So, wir haben auch Hunger. Auf geht's ins Wohnzimmer und dann wird erstmal. Das ist die Schärfe hier, die riecht. Naja, ihr wisst schon, Essen geht dann los. Mal wieder. Mal gucken, ob das scharf ist.
Oh, doch. Oh. Ja? Schmeckt gut, aber... Doch. Stefan, wir haben zusammen, glaube ich, das erste Mal so schön gekocht. Haben wir das schon mal gemacht so? Kann mich gar nicht dran erinnern. Bitte so viele Fragen stellen, mein Essen wird kalt. Ja, das ist wie so eine Art Candlelight Dinner, da hätten wir hier noch Kerzen an, aber dafür habe ich schöne Rosen hingestellt. Meine Geburtstagsblumen sind das ja noch. Stimmt ja gar nicht. Die habe ich mir selber gekauft. Ja, was bewegt mich dann immer dazu, dass ich so oft oben esse, weil ich esse eigentlich überwiegend oben. Manchmal esse ich unten, damit es halt, ja, fürs Video gut zum Film ist, wenn wir irgendwas kochen oder so. Aber gewöhnlicherweise esse ich immer oben. Und ja, die letzten Wochen habe ich mal The Boys geguckt, habe ich jetzt fertig. Habe ich relativ spät angefangen, wurde mir oft empfohlen, immer die erste Folge angefangen, keinen Bock mehr gehabt. Aber ja, als ich die erste dann jetzt endlich mal zu Ende geguckt hatte, hat es nicht lange gedauert, bis ich die ganzen Staffeln durch habe. Jetzt gucke ich gerade Gen V und ja, das ist eine gute Überbrückung, nennt man das, glaube ich, bis zur nächsten Staffel, die auch dieses Jahr erscheinen soll. Und ja, das kann ich gerade schlecht filmen, da ich erst... Entschuldigung, Schluck auf in Kombination mit Magengase entleeren. Natürlich aus dem Mund, alles gut. Obwohl, ach, ich bin so unappetitlich, ich weiß. Ja, ich lasse mir das Essen jetzt schmecken, weil die meisten gucken YouTube und schreiben auch ganz viele, dass sie unsere Videos beim Essen gucken. Aber auf YouTube finde ich nichts. Das Einzige, was ich manchmal gucke, ist Kai der Brecher. Ich glaube, alle aus Bremen und Bremerhaven kennen den. Wenn nicht, mal vorbeigucken, ist ganz amüsant. Ja, aber lass das Essen nicht kalt werden, das lasse ich mir jetzt lecker schmecken. Ich habe ja schon eine Garnele vorhin probiert. Die Schärfe entwickelt sich erst, aber das muss ja auch so sein. Oha, ja gut. So, und dazu gibt es einen leckeren Maiskolben, das liebe ich ja. Oh, heiß. Heiß und lecker. Das ist echt ein geiles Abendessen. So, machen wir die Kamera aus, wird genossen. Das können wir nochmal wieder machen, zum dritten Mal auch nochmal. Das ist so eins meiner Lieblingsessen hier für abends. So, dann nochmal eine kleine Zwischenmeldung. Das Zeug ist so scharf, es ist total lecker scharf, aber es ist auch wirklich richtig scharf. Also das brennt auf jeden Fall zweimal. Vielleicht die Munde nicht nochmal nachwürzen müssen. Und wäre vielleicht besser geworden. Ansonsten, sehr gut. Ich habe gleich nach dem Essen eine kleine Rätselfrage für dich als Strafe, Stefan. Und wehe, du kannst sie nicht richtig beantworten. So. Mach jetzt. Nach dem Essen muss ich erst was für holen. Nachgewürzt hat natürlich Stefan, weil der vom Kochen keine Ahnung hat und immer meint, da muss noch mehr Schärfe rein. Lag er, glaube ich, ein bisschen falsch, aber das kann er jetzt selber ausbaden. So, ja, wie soll ich das machen? Soll ich doch dich lieber filmen bei der Rätselfrage? Ich glaube schon. Dann müssen wir mal irgendwie hier gerade das Handy tauschen. Ich versuche das mal. Und zwar schwupp, schwupp, schwupp. Das ist das, was Stefan überhaupt nicht mag. Professionell. Genau. So, lieber Stefan, wir haben in der Küche einen 3-Fragezeichen-Kalender, wo jeden Tag eine Rätselfrage ist. So, hör gut zu. Ich hoffe, du kannst sie beantworten. In einem Wildpark, der im Tal bei Chadwick liegt, gelangten plötzlich gefährliche Tiere auf rätselhafte Weise aus ihren Käfigen. Welches Hörspiel ist das? Der rasende Löwe. Da hast du aber Glück gehabt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist kein Glück, das ist einfach Wissen. Ach so, naja gut. Mit dem Thema beschäftige ich mich seit meinem 12. Lebensjahr. Sonst noch Fragen? Ich habe von Simone jetzt am Geburtstag diese Duplos hier bekommen. Ein paar sind noch da. Und auch dieses hier vom Bremer Original. Ich habe ja versprochen gehabt beim letzten Mal, ich habe ganz vergessen, das noch zu tun, zu erklären, was damit auf sich hat. Es gab mal eine Zeit, vor kurzem in Bremen, vor kurzem ist gut, das ist schon ein paar Jahre her, da war mal ein Aufruf gestartet worden von der Bremer City-Initiative, die sich um die Bremer Innenstadt kümmert. Wer möchte ein Bremer Original werden? Bitte bewerben. Und dann aus einer Bierlaune heraus habe ich es dann mal gemacht und bin genommen worden, wahrscheinlich wegen meines Berufs als Brauer. Und dann gab es neben so einer TV-Sendung hier im Bremer Regionalfernsehen auch Plakate.
Ich hab überlaufen. Dies hier zum Beispiel. Die waren dann so an Straßenbahnhaltestellen aufgehängt. Und dazu steht da unten, wenn man mal sieht, bei Stefan, Braumeister, was ich eigentlich gar nicht bin. Aber ich glaube, das ist daraus entstanden, nicht weil ich es gesagt habe, sondern weil es ist für viele so, wer Brauer ist, ist irgendwie auch gleich Braumeister. Habe ich ganz oft schon gehört. Ja, und das war eine ziemlich aufregende Zeit, sage ich mal, weil auch in der ganzen Stadt verteilt überall diese Plakate rumhängen. Nicht nur in dieser Größe, sondern in auf viel größeren Plakatwänden, wo wir auch mal extra losgefahren sind und haben dann mal die Sachen gefilmt. Und ja, diese Sendung hier, die es hier im Regionalfernsehen gab oder in so einem Stadtsender gab, da waren wir eingeladen. Wir waren in der ersten Staffel von diesem Bremer Original. Es gab, glaube ich, 3 Staffeln. Wir waren in der ersten, waren sogar auf dem Titelbild des Bremer Weserkuriers. Neben Angela Merkel, die irgendwie so ein Atomrad oder sowas einberufen hatte, also auf dem Titelblatt, also unglaublich, dass man es dahin geschafft hat. Und ja, und da war Johnny, haben wir auch Bilder gemacht damals, auf seinen Vater mal stolz gewesen, weil er so groß in der, auf den Plakatwänden war. Und das war eben mit dem Bremer Original, worauf Simone hier angespielt hatte. So, das nochmal kurz zur Erklärung. Kurz ist gut. Die Verabschiedung geht etwas kürzer, würde ich sagen. Ja. Deshalb mache ich das mal lieber. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren. Bis zum nächsten Video. Die PlayStation ruft. Was auch sonst.